Hallo und herzlich willkommen hier zum weiteren Let's Play auf meinem Kanal. Heute mit einem neuen Spiel. Und zwar ist ja der Winter Resort Simulator seit ein paar Tagen draußen. Und ich habe mir gedacht, dazu gibt es jetzt auch mal von mir ein Let's Play. Ja, weil ich finde das Spiel eigentlich recht cool. Ich habe es gestern und heute schon sehr viel in meinem privaten Spiel schon gespielt, um das Spiel erstens zu testen, um mir das anschauen, wie es so funktioniert. Und ja. Dann würde ich sagen, starten wir unsere Karriere. Natürlich nehmen wir Hallstein, nicht mit Geldschied. Was wäre denn das? Wir wollen schon richtig spielen. Und ja, dann warten wir mal, bis es geladen hat. Es sollte aber eh recht schnell gehen. Und ich kann so viel verraten: In meinem privaten Spielstand bin ich bis jetzt einmal noch nicht pleite gegangen. Also, ich glaube, ihr habt dort einen recht guten Start hingelegt. Gerade das Bild auch beim Laden, das schaut ja schon sehr cool immer aus, eigentlich. So die verschneite Winterlandschaft da mit den Gondeln, aber das Spiel kann sehr viel. Ich würde sagen, damit wir es jetzt trotzdem im Tutorial, im Let's Play sehen, spielen wir das Tutorial einmal durch. Einfach damit wir uns das Ganze nochmal anschauen. So, dann nehmen wir das Tutorial und legen gleich los. Das ist seit einer Zeit zu beginnen. Bla 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 bla. Einsteigen. So, was ist jetzt? Ah, was? Wie wird man wohl fahren? Ich muss sagen, die Steuerung war am Anfang für mich etwas eingewöhnungsbedürftig. Bei mir ruckelt aber das Spiel auch noch so. Ich hoffe, es wird sich noch bessern. Aber auf jeden Fall macht es schon sehr viel Spaß. Achso, vielleicht hätte man noch gar nicht losfahren sollen. Wir sollen jetzt einmal dahin fahren. So, jetzt müssen wir die Außenansichten durchspielen. Das sind zwei. Also, zwei ist hier schon Außenansicht, eins wäre innen. So, fahre ins Tal, um den Dienst zu beginnen. Ich fahre derzeit lieber noch in der Außenperspektive. Ich spiele es auch ohne Lenkrad, also ja. Aber dann fahren wir schnell ins Tal. Ach, ja, genau. Vielleicht sind es auch einfach nur die winterlichen Fahrverhältnisse. Weil meine Fahrskills sind ja normal mega gut. Also an denen wird es wohl kaum liegen, oder? Ist ja eigentlich eh cool, dass das genau an dem Wochenende jetzt eine Woche vor Weihnachten rauskommen ist, das Spiel. Weil genau da haben zumindest bei mir in der Gegend die meisten Skigebiete jetzt geöffnet. An dem Wochenende jetzt um den 14. rum. Also heute ist ja der 14. Wenn ich schaffe, heute noch ein Spiel hochzuladen. Oder das Let's Play. Nachher ist es eh heute. So, jetzt sind wir dann aber auch schon im Auto unten. Fahren wir jetzt noch schnell da nach vorne. Wir sind eh relativ unfallfrei. Also da war es, wo ich das erste Mal selber gespielt habe, war es schlimmer. So, jetzt haben wir es. Nein. Jetzt habe ich es komplett verschrien. So, jetzt sollen wir den Blinker verwenden dann, oder? Wir sind gerade noch im Frontalzusammenstoß mit dem entgangen. Aber nur um Haaresbreite. So. Dafür sind wir rein in den Zaun gefahren.
Das an die Fahrerskills muss man echt noch arbeiten. Ich hoffe, das wird noch besser. Ich werde mein Bestes geben. So, dann stellen wir es mal da ab ins Auto und steigen aus. Dann müssen wir da vorne zur Tür gehen. Mir kommt es irgendwie so vor, als hätte ich das jetzt unlängst gerade mal durchgespielt, das Tutorial. Dann machen wir da das Tor auf und balken ins Auto rein. So, ich würde sagen, das passt. Dann steigen wir aus. Schließen das Tor wieder. Öffnen das Nachbartor. Und fahren dann mal die Piste präparieren. So, jetzt dürfen wir da einsteigen. Endlich mal eine gescheite Maschine. Wobei ich ja schon gerne in 600er fahren würde, aber. Bleiben wir mal zuerst noch beim 100er. So, dann heben wir die Fräse, nicht dass wir den Betonboden kaputt machen. Und dann fahren wir. Wir müssen nach da vorne. Jetzt wäre ich fast vorbeigefahren. Ah, wir müssen ja nicht. Ihr wollt schon aussteigen, um wieder das Tor zu schließen, aber vielleicht müssen wir gar nicht. So, die Lichter an. Nachher einmal vorne. Hinten. Und dann geht's los. Das kennen wir ja alle schon. Wir müssen uns das hier beeilen, weil wir um 7:30 öffnen. So, dann werden wir uns jetzt da ins Präparieren machen. Ich muss ja sagen, ich finde das Spiel sehr cool, weil so viele Skiregion-Simulator oder Winter-Resort-Simulator, wie der halt heißt jetzt, gibt es ja nicht. Es gibt da den von 2011, wo es ja auch schon Videos auf meinem Kanal gegeben hat, der war von Giants, glaube ich. Der ist ja auch sehr cool und ich muss auch sagen, in dem Spiel, also im Winter-Resort-Simulator, gibt es auch ein paar Sachen, die ich zum Beispiel noch vermisse. In dem Fall ist es zum Beispiel, wenn wir uns da Fahrzeuge anschauen und dann auf. Ups, nein, nicht da. Jetzt muss ich mal kurz raus, weil mein Fischbügel rollt mir gerade davon. So. Jetzt fährt er wieder weg. So. Steht der jetzt? Passt. Wenn wir jetzt da gehen bei Shop, genau. Und da bei Schneidung, da gibt es im Moment nur die Schneekanone, was wir eh eine da drüben stehen haben. Ich würde es cooler finden, wenn es da vielleicht noch mehr gibt, aber es gibt ja dann auch offensichtlich die Optionen für Mods und so. Und vielleicht kommen hier mal auch irgendwelche DLCs raus. Das würde ich schon cool finden. Aber man muss sagen, das Spiel bietet auch viel, was wir auch noch später sehen werden. Wir sind nicht zu schnell fahren, die 18 km/h sind die schon wieder viel zu schnell. Und vor allem sollte man, glaube ich, in der roten Markierung fahren und nicht daneben. Ich glaube, das wäre das in der roten Markierung da. Ich schaue immer so, dass ich, weil der Tempomat ist automatisch sowieso drinnen beim Pistenbulle da. Ich schaue, dass ich dann so meistens mit 11 oder 12 km/h fahre, weil das für mich eine angenehme Geschwindigkeit ist, wo ich sage, da, da steuere ich noch. Vielleicht, wenn ich dann ein bisschen besser die Steuerung beherrsche, dass ich nachher schneller fahre, aber
Jetzt von Anfang auf jeden Fall mal sind für mich 11 bis 12 km/h recht gut zum Piste präparieren. So. Ich hoffe, dass wir es jetzt auch bald überspringen können, weil eigentlich haben wir es jetzt eh schon gesehen. Weil bei mir, wie ich es Tutorial gespielt habe, war es nachher halt so, dass bei 15% ist es, glaube ich, von also eh bald, dann halt da gestanden ist, wenn ich es überspringen mache, den Rest, okay, doch nicht, doch, dann das der Kuh und nachher wird das für uns fertig gemacht. Ist ganz chillig, weil den ganzen Teil jetzt im Video präparieren. Boah. Ich persönlich würde es mir nicht anschauen wollen, aber ja. Schreibt es mal in die Kommentare vielleicht. Aber ich würde es heute gerne noch in der Folge auf jeden Fall zur Seilbahn schaffen, weil mir gefällt das Spiel, besonders eben wegen die Seilbahnen, weil die ganze Steuerung da, die ganzen Details, das finde ich mega cool. So, fahren wir gerade mal da raus wieder. Heben die Fräse an und stellen ein bisschen Bulle dahin. So. Und dann bald mal ein. Bisschen weiter zurück. So. Dann tun wir den Vorwärtsgang rein. Drehen die Lichter aus. Das noch und dann sind wir fertig. Nachher kann man das Tor schließen, aber ein Auto mäßig Licht anlassen, nicht so tragisch. Jetzt müssen wir natürlich die Hütte beliefern, weil die muss ja schließlich heute auch Gäste empfangen können. Dann springen wir wieder ins Auto rein und fahren los. Dann schließen wir das Tor. Es ist ja Highspeed-Arbeiten, was wir da machen. Ah, ne. So. Jetzt haben wir es. Nachher steigen wir wieder ein. Und da jetzt immer Kurzstreckenfahrten sind so schlecht für die Umwelt. Wir fahren da 10 Meter und dann stellen wir schon wieder das Auto ab. So, dann fahren wir da rückwärts runter. Kaufen da das? Jetzt habe ich es schon bestellt, egal. Ja, super, toll. Dann erstellen wir es halt nochmal. Muss ich das jetzt ernsthaft freiräumen? Super. Super gemacht, das kommt davon, was man nicht erwartet. Jetzt können wir zwei Sachen bestellen, obwohl wir eh nicht einmal alle Kartons transportieren. Wollen die mir jetzt komplett veräppeln? Muss nur die Stelle frei sein oder größerer Bereich? Ich hoffe nur die Stelle, weil sonst kriegen wir gleich ein Problem. Dann funktioniert es immer noch nicht. Auf jeden Fall haben wir nachher genug Vorrat für 700 Milliarden Tage. Ja, räumen den Platz frei. Kann man das entsorgen? Okay, kann man nicht. Stellen wir es halt darauf. Die Kartontreppe.
Man soll Essen sparen oder halt mit Essen verschwenden. Und wir werden da gezwungen, Essen zu verschwenden, indem wir da zwei Ladungen kaufen müssen, weil ich den Knopf ein bisschen zu früh gedrückt habe. Also wenn es jetzt hingeht, nachher weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja, jetzt haben wir es. Ja, juhu. Heckklappe öffnen. So, versuch es möglichst gleich intelligent zu platzieren. Weil das letzte Mal bei der Fahrt, wo ich das privat durchspielen habe müssen, es hat dann nicht so gut geändert. Es ist dann mehr in einem Stop and Go geändert, weil ich dauernd ein Paket auffangen habe müssen, das wäre rausgeflogen ist. Das Paket liegt jetzt auch wieder mal daneben. Ich muss sagen, das ist schon ein bisschen anstrengende Arbeit, aber in echt muss es auch gemacht werden. In echt kann man auch vielleicht die Kartons intelligenter stapeln. Aber ja, was tut man nicht alles für die Almhütten? So, wobei, schauen wir mal, vielleicht, dass sie ein, zwei vorne auf dem Beifahrersitz stellen, weil dann geht es auch sicher gleich besser hinten mit dem Platz. Dann muss man mal schauen, ob das überhaupt geht. So, der Karton ist auch super gestapelt worden. Ja, genau. Machen wir mal zu da. Klappe zu. Da auf und dann stellen wir mindestens einen auf den Beifahrersitz mal und hoffen, dass das gut geht. Was wollt's denn? Privat habe ich es dann schon zweimal jetzt mit der Seilbahn gemacht. Das die Hütte beliefern, ich muss sagen, das war viel entspannter. Einfach zur Station tragen. Beifahrersitz geht offenbar auch nicht. Und oben dann halt ausladen. Aber wir werden das jetzt schon hinkriegen. Ich würde allerdings sagen, die Fahrt, das spare ich euch, weil das ist jetzt wirklich nicht ansehnlich. Oder vielleicht machen wir es im Zeitraffer. Muss doch mal schauen. Je nachdem, wie es erbärmlich nachher im Nachhinein ist, wie viele Pakete ihr verloren habt. Ah! So fang schon. Ist jetzt fast das erste schon runtergehauen. Gib fahre langsam. Du musst am Bike hinauffahren. Gut, ich bin heute schon weitergekommen, als ich das letzte Mal, wo ich das gespielt habe, weil da habe ich da schon das erste Paket verloren. Na komm mal Gas geben, gerade Strecke. Nein, 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 nein. Das war aber echt knapp. Wenn ich da nur langsamer fahre, bleibe ich stehen hinauf. Gerne einschlafen. Wir müssen in nicht einmal 30 Minuten unser Skigebiet eröffnen. Toll!
Da redet man gerade nur darüber, dass man Zeitdruck hat und dann passiert das. Der sitzt jetzt wenigstens wieder etwas gut verkeilt. Die Frage ist nur, ob wir den auch so irgendwie geschickt reinkriegen. Eher glaube ich auf der Seite da. Das ist mal ein bisschen zu risky. Ja, der fliegt sowieso gleich wieder raus, aber machen wir mal den Rest in Zeitraffer und schauen, was dann passiert. So, jetzt haben wir es auch schon fast bis oben geschafft. Und da verlieren wir gerade nochmal das Paket, dass es das gibt. Jetzt fangen wir gerade wieder an und dann verlieren wir wieder das scheiß Paket. Es ist eh besser gegangen, als ich gedacht habe. Bin jetzt zum Glück ein bisschen routiniert, weil sonst wäre es ja bärmlich zum Anschauen gewesen. Aber es ist noch viel Verbesserungspotenzial. Warum, warum? Irgendwie wäre es auch cool, zum Beispiel, wenn man so sagen könnte, man kann gewisse Teile des Tutorials überspringen. Zum Beispiel das Hütte beliefern überspringen und den anderen Teil des Tutorials machen. Das wäre cooler, weil dann würde man nicht so Augenkrebs bekommen. Ich sehe ja nie und nimmer da oben. Warum stellst du denn da drauf? Legen wir es halt da rein. So, jetzt soll es heben. Da vorne ist die Hütte, das Ziel ist in Sichtweite. Ich glaube, die Bahnbeschick müssen wir uns dann doch auf nächstes Mal aufheben. Rakete abladen. So. Das hätten wir jetzt auch gleich erledigt. Und dann sind wir eh schon durch mit der Folge, die jetzt fast 30 Minuten lang geworden ist. Natürlich ohne Zeitraffer, aber trotzdem, bis den nachher wieder auf YouTube hochladen ist. Also, falls ich das Video heute noch hochlade, kommt sicher nicht um 6, sondern erst später. So viel kann ich jetzt schon sagen, vor allem weil es schon 4:30 ist. Aber ich werde mein Bestes versuchen.
Halleluja, wir haben es geschafft. So, dann steigen wir gerade noch ein. Und fahren. Eierrunde da, so. Bei der Hauptraupengarage stellen wir mal unser Auto ab davor. Nun bereiten wir die Dorfbahn vor. Ich würde sagen, das heben wir uns für den nächsten Teil auf. Ich bedanke mich bis jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, dann lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.